98.000. Niemand mehr als 98.000 Euro. Kunstauktion bei Ketterer. Im Saal die knisternde Spannung kurz bevor der Hammer fällt. Bild um Bild ruft der routinierte Auktionator Robert Ketterer die einzelnen Nummern auf. In den anspruchsvollen Katalogen sind über 1000 Werke gelistet. Und so werden Gebote nicht nur direkt von den Anwesenden durch Heben ihrer Bieterkarte abgegeben. Einige Agenten sind per Handy mit ihren Kunden verbunden und geben so den laufenden Stand durch. Der Auktionator selbst hat ebenfalls Gebote vorliegen, die von Interessenten vorher schriftlich abgegeben wurden. Letzte Möglichkeit. Und auch per Telefon wird mitgeboten. Etliche Mitarbeiterinnen signalisieren dem Auktionator die Summe. Niemand mehr zum Ketterers Haus an der Josef-Wild-Straße ist ein architektonisches Highlight im Gewerbe- und Technologiepark Messestadt West. Das Haus ist schon älter, ist schon über 50 Jahre. Das wurde gegründet direkt nach dem Krieg von meinem Vater und von meinem Onkel in Stuttgart. Und da war der Schwerpunkt natürlich auf der klassischen Moderne. Es war damals auch das erste Auktionshaus, das klassische Moderne gehandelt hat. Auch dafür natürlich automatisch das Größte. Es waren fantastische Auktionen damals. Es kamen Kunden aus der ganzen Welt. Es waren noch größere Auktionen als heute mit bis zu 700 Personen. Da hat auch speziell mein Onkel ein tolles Näschen gehabt, eben für den deutschen Expressionismus. Und es kamen Rockefeller und aus der ganzen Welt Leute, die eben die Sachen haben wollten und sind dann auch zu wahnsinnig teuren Preisen zur damaligen Zeit verkauft worden. Es war schon fantastisch und es hatte dann auch natürlich seinen Höhepunkt mit dem Cover auf dem Spiegel von meinem Onkel und auf dem Stern und so weiter. Also da waren sehr große Erfolge. In den 60er Jahren dann später ist das Auktionshaus geschlossen worden. Mein Onkel konnte den Nachlass des Künstlers Ernst Ludwig Kirchner erwerben und ist damit in die Schweiz gegangen. Mein Vater nach München und hat dann hier das Auktionshaus an der Villa Stuck wieder eröffnet. Und seitdem sind wir hier in München. Wir waren damals auch sehr breit gefächert aufgestellt. Also wir hatten moderne Kunstauktionen, wir hatten alte Kunstauktionen, wir hatten wertvolle Bücher, auch Jugendstil, dekorative Kunst, sogar afrikanische Kunst und präkolumbische Kunst. Also sehr, sehr breit gefächert. Und als ich die Firma übernommen habe in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre, habe ich das reduziert. Und daraus in den letzten Jahren konnten wir uns als eines der wichtigsten Auktionshäuser in Europa etablieren. Weil wir natürlich auch in Deutschland sitzen und da kriegen wir auch unsere Einlieferungen her im Großen und Ganzen aus dem deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und wer eben an dieser Kunst interessiert ist, der kommt an uns eigentlich nicht vorbei. Wie ist es jetzt hier zu diesem Gebäude gekommen? Eine logische Konsequenz, würde ich sagen. Es war, als ich die Firma übernommen habe in den 90er Jahren, waren wir in der Brienner Straße. War ein fantastisches Palais, mitten in der Stadt, keine Parkmöglichkeiten, katastrophal. Dann haben wir uns verändert, sind in Hamburg, wo wir auch noch eine Dependance haben, gewachsen, stark gewachsen, in München reduziert, hatten wieder keine Parkplätze. Und da war die logische Konsequenz ein neues Haus, das eben Platz für die Kunst schafft. Und da haben wir reichlich, unser Haus hat insgesamt 3.500 Quadratmeter und eben auch Kundenparkplätze. Da haben wir Tiefgarage, wir haben andere Kundenparkplätze. Also erstens mal war für mich persönlich, war es wichtig, ein Haus zu bauen, das funktioniert, wo man auch arbeiten kann. Weil man darf auch nicht vergessen, unsere Kunden sehen es zwar aus der Sicht des Kunden, ich komme rein und schaue mir Bilder an, aber effektiv haben wir vier Auktionstage im Jahr und da zeigen wir jeweils eine Woche davor die Objekte. Also so richtig lange ist es nicht. Wir durften nicht unseren Entwurf bauen, den wir ursprünglich eingereicht hatten. Wir hatten einen komplett anderen Bau eingereicht, aus Glas, eine Ellipse aus Glas, um die man herumwandern konnte. Wir haben es jetzt abgemildert auf ein Schaufenster. Das ist dann doch mit 8 Meter mal, glaube ich, 24 Meter doch auch ordentlich groß geraten ist, wo man auch immer Kunst wirklich erfahren kann und betrachten kann. Wie kommen Sie an die Einlieferungen? Sie haben Experten, die reisen herum. Ist es nur der Ruf, den man hat, dass man denkt, das müssen wir nach Ketterer geben, wenn was verkauft werden soll? Das ist also strengstes Betriebsgeheimnis. Darüber kann ich leider nicht sprechen. Aber so ein bisschen kann ich natürlich schon sagen, dass es wirklich das Schwierigste am ganzen Kunsthandel ist. Die Beschaffung der Einlieferungen. Sprich,
was man verkaufen kann. Wie kommt man da dran? Was sind die Motive? Warum trennt man sich von Kunst? Im Englischen heißt es so schön Death and Divorce, also Tod und Scheidung. Das ist schon mein Hauptmotiv, das stimmt auch, das ist wahr. Aber es sind auch ganz andere Motive, wie viele Sammler stecken ihr meist gesamtes Geld in die Kunst, weil das deren Lebensinhalt ist. Und wenn jetzt dann doch mal die Tochter oder Enkelin studieren anfängt oder etwas Besonderes benötigt, dann muss auch mal ein Bild weichen. Sie tragen ja als Auktionator auch gewisse Risiken. Sie können irgendwelchen Fälschungen aufgesessen sein. Es kann sein, dass die Herkunft dubios ist, dass Leute kommen, die sagen, das hat uns aber vor 45 gehört oder in der Nazizeit ist es enteignet worden. Wie gehen Sie damit um? Ja. Also grundsätzlich ist die Provenienzforschung, sprich der Stammbaum eines Kunstwerkes, wo ist er gewesen, seitdem er das Atelier des Künstlers verlassen hat, ist enorm wichtig geworden. Das ist vollkommen richtig. Das war früher nicht so wichtig, weil auch die Werte nicht so hoch waren möglicherweise. Jetzt ist es sehr wichtig. Wir haben eine eigene Abteilung, die nichts anderes macht, als das zu überprüfen, mit Experten in der ganzen Welt Kontakt aufzunehmen, zu prüfen, wo war es wirklich, welchen Weg ist es gegangen, auch die Echtheit zu überprüfen immer wieder, auch wenn es Expertisen bereits dafür gibt, Echtheitsbestätigungen. Da sind wir sehr, sehr sorgfältig und ich muss sagen, da haben wir auch so gut wie keine Ausfälle, weil eben alles abgesichert wird. Das ist auch unser Haus dafür bekannt und aus diesem Grund bekommen wir schon von Haus aus weniger problematische Objekte angeboten, als es möglicherweise bei anderen Häusern ist. Was die Restitutionsansprüche angeht, sprich Ansprüche von jüdischen Familien, denen es enteignet worden ist möglicherweise, da haben wir gar kein so großes Problem damit. Zum Glück auch. Das liegt an einem ganz einfachen Umstand. Objekte bis zu 500.000 Euro sind da nicht lukrativ genug. Denn man muss wissen, es sind nicht die Erben, die sich darum kümmern, in erster Linie ihre Objekte wiederzubekommen, die ihnen mal oder ihren Eltern, Großeltern mal entrissen worden sind, sondern es sind eigentlich die Anwälte, die erst die Erben darauf bringen. Oftmals sind es Erben, die sind über 90, die sind gar nicht mehr in der Lage, wirklich selbstständig zu entscheiden und irgendein ein Rechtsanwalt bringt sie dann dazu, das zu tun. Kommen wir zu der Auktion, also zu der anderen Seite, wenn man so will, zu den Käufern. Was haben die denn für Motive? Warum kaufen sie bestimmte Werke? Ist es mehr, um ein ästhetisches Bedürfnis zu befriedigen, dass sie was Schönes haben in ihren Räumen? Sind es Sammler, die das dann gleich ins Depot geben und verschließen, weil die Dinge teuer sind? Sind es Kapitalanleger? Was ist das für ein Publikum? Eine gute Mischung aus allem. Wobei die Investoren, die es nur in den Keller legen, die kennen wir eigentlich nicht. Wir haben nicht die Investmentbanker als Kunden, die sich für die Kunst gar nicht interessieren und dann für Millionenbeträge einkaufen. Die haben wir sowieso nicht. 3.000 sind geboten, niemand mehr als 3.000 zum zweiten und 3.000 letzte Möglichkeit zum dritten. Wir haben Objekte bis zu 1 Million, im größten Teil zwischen 10.000 und 500.000 Euro. Das ist unsere Größenordnung. Da ist auch der reine Wertanlage nicht so sehr interessant. Schlägt die Finanzkrise auch auf den Kunstmarkt sich nieder? Extrem. Extrem nieder, aber auf eine ganz merkwürdige Art und Weise. Wir haben Schwierigkeiten, wie ich vorher schon angesprochen habe, gute Einlieferungen zu bekommen. Weil natürlich viele Kunden auch die Objekte behalten, weil sie sagen, was soll ich mit dem Geld anstellen? Man hat Angst auf dem Konto, das Geld wird weniger wert, Inflation. Man hat Angst, dass man mit dem Geld nichts anfangen kann, man kann es schlecht investieren, außer in Kunst. Zum.